Wir machen weiter bei 1, 2. Hallo, heute ist mal wieder Privatfernsehen für dich. Bis hierhin gucken wahrscheinlich nur noch die wenigsten Leute weiter mit. Obwohl heute dann die erste Folge sein könnte, wo ich mal richtig aufs Maul bekomme von den Monstern. Ich weiß nicht mehr, was mich hier jetzt für ein Bossgegner erwartet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach wird. Naja, riskieren wir mal einen Blick, wa? Ja, haben wir alles, dann schnell weg. Oh, diesmal doch kein Bossgegner, das haben wir Glück gehabt. Ja, ich erinnere mich. Oh, und so eine blöde Formation. Ach je, was machen wir denn da? Also auf jeden Fall muss Alice an die Position Nummer 6, weil Alice heilen kann. Und die muss möglichst viele Leute erreichen können. Calvina muss da stehen bleiben. Hilft ja wohl nichts, oder? Ja doch, ich habe schon einen Plan. Calvina bleibt da stehen und Mimel geht auf die Seite. Ganz ohne Verluste wird dieser Kampf eh nicht enden. Und Sieghard bleibt in der Mitte stehen, weil ich davon ausgehe, dass die Monster auch den in der Mitte zuerst angreifen und Sieghard ist als Angriffsziel eine gute Wahl. Jo, dann mal los. So, was ist jetzt ätzend an den Viechern? Das ist ein Feuergeist, der ist natürlich immun gegen Feuer. Wassergeist immun gegen Wasser. Feuer haben wir nicht viele Skills, Wasser haben wir schon
paar Skills. Es wird ja wahrscheinlich auch Eis sein, diese Eisniedel und so weiter. Dann haben die das Problem, wenn die schon eine ganze Menge Schaden genommen haben, aber noch nicht tot sind, sind die gern mal immun gegen normale Angriffe. Dann kriegt man die nur mit diesen Extra-Skills klein. Davon haben wir also insgesamt 4 Stück von den Viechern. Und in der Mitte der große Bibo hier, der Big Bird. Der sieht mir auch nach Wassermonster aus, von der Farbe her. Das heißt, da werden wir mit dem Extra-Skill von Calvina, der auf Wasserbasis ist, nicht viel ausrichten können. Und ich glaube, der heilt noch jede Runde. Das ist bestimmt schon ein Jahr her, dass ich das gespielt habe, aber an diesen, nennen wir ihn mal liebevoll, Penner, erinnere ich mich noch sehr gut. Ja, bringen wir uns mal in Position. Wichtig ist, dass Alice viele Leute erreichen kann, um sie zu heilen. Das heißt, ich gehe hier mal ein vor. Und hier muss ich zur Seite, sonst steht Mimel viel zu weit weg. Eigentlich kann Eugene auch. Er kann auch ein Stück zurück. Ja. Ja, Galios, du gehst dann mal zur Seite. Nee, oder bleibst einfach stehen. Ja, genau, du bleibst da stehen. Du gehst noch einen Schritt vor. Und wenn du nach da gehst, dann könnte Galios dich wieder heilen, falls du tot umfällst. Also die Gefahr, dass jetzt Mimel und Calvina sterben, ist relativ groß, weil die natürlich weit vorne stehen. Und Galios und Sikard, die halten ja eine Menge aus. Aber Calvina und Mimel nicht. Das heißt, ich muss sehen, dass Eugene später Mimel heilen kann. Eugene ist ja spät dran in der Rangfolge, in der Bewegungsrangfolge. Galios ist auch spät dran, der kann Calvina noch wieder heilen. Und dann dürfte das alles passen. Der Vogel selbst wird sehr schnell dran sein, denke ich. Das wird wahrscheinlich der erste sein, der überhaupt handelt in dieser Runde. Gut, versuchen wir es einfach mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, der arme Sigi. Aber für jeden Schlag, den er abkriegt, kriegt er 5 SP. Und jetzt, wo er stirbt, kriegen alle anderen, ich glaube, 20 SP oder so. Und wir brauchen jede Menge SP, um den Bossgegner besiegen zu können. Boah. So, jetzt ist Mimel nämlich in Reichweite, um Fragment of Life zu benutzen. Man sieht jetzt hier übrigens, darüber ist eine 1. Als Sikard gestorben ist, stand eine 2. Das heißt, wir hatten 2 Aktionsphasen Zeit, um den wiederzubeleben. Jetzt war Sikard inzwischen aber dran und jedes Mal, wenn er dran ist, sinkt der Zähler um 1. Wäre Sikard jetzt noch ein zweites Mal dran gewesen, irgendwann nächste Runde, geht er auf 0 und dann können wir ihn gar nicht mehr wieder erwecken, sondern nur noch in der Infirmary in der Stadt.
So. Dann machen wir nochmal einen Skill. Ja, Sieg hat jetzt 20 SP, 35, 25, 25. Die brauchen alle noch ein bisschen was. Sieghard hat ja inzwischen einen eigenen Heilskill. Also diese Runde werde ich eh nicht angreifen. Ich habe viel zu wenig Aktionspunkte dafür. Das heißt, Sieghard kann sich gern mal eben selbst heilen, bekommt dafür 10 Spezialpunkte. Und dann. Könnte er sich eigentlich. Ja, nochmal heilen, weiß ich nicht. Lassen wir lieber. Sag mal Standby. Dann kannst du noch jemanden heilen. Und das wird dann wohl auch eher Sieghard sein. Genau, mit dem Howling Blade kriegen wir nämlich diese Elementarviecher hier auch weg. Mit normalen Skills werden wir das ja so schnell nicht schaffen. Also das heißt, Sieghard braucht auf jeden Fall SP. Mehr nicht. Ich versuche auch unsere AP möglichst hoch zu halten, dass wir dann agieren können, wenn es sein muss. So, Eugene kann zwar nicht heilen, aber der kann immerhin Mimel ein Gras rüberwachsen lassen. Und dann kriegen beide dafür 5 SP. Das ist doch auch nicht schlecht. Dasselbe macht Gallius hier mal für Calvina. Und dann macht Calvina das nochmal für sich selber. So, dann warten wir mal nächste Runde ab. Dann werde ich erstmal. Nee, ich bleib so stehen. Stehe eigentlich ganz gut so. Nicht alle direkt nebeneinander, aber doch. Jeder ist in der Reichweite von 3 Feldern von 2 anderen Spielern. Damit die wieder erweckt werden können. Fragment of Life hat ja nur eine Reichweite von 3. Nur Alice müsste im Prinzip noch ein Feld höher. Passt dann aber natürlich nicht mehr. Und wenn Alice hier hingeht, dann kann sie nur Mimel nicht erreichen. Das ist dann nicht ganz so wild. Wenn sie da stehen bleibt, kann sie Calvina und Mimel nicht erreichen. Ich denke, so mache ich das auch. Ach, dann ist Eugene nicht drin. Ja, okay. Alice muss da leider so stehen bleiben. Ach, und der Vogel zieht sich zurück, aber die Elementarwesen sind in netter Position, aber jetzt nicht mehr. Tja, die arme Mimel. Da leidet man richtig mit. Ja, dann muss Sigi das übernehmen. Wir müssen jetzt irgendwie diese Feuergeister schon mal ausschalten, also Wasser und Feuer Spirit ausschalten. Und das machen wir dann gleich in der nächsten Folge.